So, heute ist Abreisetag. Wir machen uns jetzt bereit gleich zum Bus zu fahren, der Busstation von Cancun nach Tulum. Da haben wir ein richtig geiles Hotel schon gebucht mit Pool und alles. Schön in der Innenstadt. Ja, und wir werden euch auf jeden Fall berichten, was Bus kostet, wann die fahren und wie die Fahrt war und alles. Bis später. Okay, Alter, wir sind jetzt hier am Busbahnhof angekommen. Taxi ging voll easy, 50 Pesos gezahlt. Korrekter Typ, hat uns bis zur Tür gebracht. Jetzt warten wir noch bis 12.10 Uhr. Das Busticket haben wir online gebucht. Das ist ganz einfach, man muss einfach nur Cancun nach Tulum eingeben, dann kommt schon die Seite als erstes fast. Hat jetzt 400 irgendwas gekostet, 500 knapp. Also 10er für jeden. Und jetzt werden wir mal sehen, wie die Busfahrt ist. Und wir warten jetzt, bis unser Bus hier anhält und bis wir einsteigen können. Und dann geht es weiter endlich nach Tulum, wo wir ein richtig geiles Hotel mit Pool und so haben. 2 Stunden 30 Fahrt war das, ne? 2 Stunden 30 Fahrt und wir kommen aber auch ziemlich in der Nähe von unserem Hotel an und dann geht's ab im Pool erstmal. So, jetzt sind wir hier im Bus, richtig geil, richtig frei, jeder hat hier wieder 2 Sitze sich ergattert. Aber der ganze Bus ist, also hier ist gar keiner drin, zeige ich euch gleich von einer anderen Perspektive. Und jetzt geht's ab nach Tulum. Bus hat alles reibungslos geklappt, E-Ticket gehabt, also online gebucht, vorgezeigt, wie bei uns Flixbus, also gar kein Unterschied. Und jetzt geht's weiter, jetzt 2,5 Stunden Fahrt. Mir war ist ein bisschen kühl drin, aber nicht so krass wie in Thailand. Halt. Thailand ist auf jeden Fall nicht zu übertreffen mit Übertreibung an Klimaanlagen. Und wir melden uns später und zeigen euch dann das Hotel. Okay, jetzt sind Tulum angekommen. Richtig nice hier, Alter. Die Tour hat also super geklappt. So. Der Busbahnhof war auch nicht weit von unserem Hotel weg. Jetzt haben wir zwei Zimmer, haben wir erstmal bekommen, direkt an der Straße, haben wir gesagt, noch ein anderes. Jetzt haben wir ein neues Hotel bekommen, neues Hotelzimmer bekommen, was nach hinten rausgeht. Pool hat da, alles gut. So, jetzt müssen wir mal schauen, wo wir was zu futtern kriegen. Und dann wird weiter geupdatet. Dann gehen wir wahrscheinlich mal im Pool, wa? Ja. Jo, sagt da Benny. Und jetzt geht's ab. So, Alter, Benny und ich haben uns jetzt in einer Bar breit gemacht, Alter, gerade einen Cocktail gesoffen. Und jetzt wissen wir auch nicht, was wir machen mehr. Benny will unbedingt noch was klären. Das kriegen wir vielleicht auch noch hin, wa? Wissen wir. Gut, Benny hat noch was gegessen hier und jetzt geht's hier erstmal ab mit ein paar Bierchen. Und dann gehen wir irgendwo hin. Jetzt ein Fahrrad gemietet, jetzt sind wir zum Strand gefahren. 120 Peso für den ganzen Tag, also bis 24 Stunden. Ja, aber es sind schon so eine Strecke hier, 5 Kilometer sind wir hergefahren. Und jetzt sind wir hier direkt am Strand. Hier sind die Pelikane, die sind ins Wasser tauchen. Jetzt werden wir mal ein bisschen weiter schauen, wie es hier abgeht, wie es aussieht. Ja, ich finde die Gegend bei uns sogar fast besser, muss ich sagen, wo wir wohnen. Aber wir haben ja noch nicht alles gesehen. So, jetzt haben wir es hier am Playa Paradiso geschafft. Wir hängen hier schön ab, essen was. Benny hat sich einen schicken Burrito geholt, ich einen Rindfleisch-Burrito. Und schmeckt's. Sehr lecker. Richtig lecker, wa? Hier seht ihr mal den Strand. Richtig nice. Wir hängen hier auf so Matratzen rum. Und wir sind mit Fahrrad hergefahren, leicht zu finden. Kurz vor der Ausgrabungsstätte ist der. Der Strand ist wirklich geil. Ich habe schon bessere gesehen, aber ist auch scheißegal, ist schon in Ordnung. Alles voll, aber sehr, sehr voll. Und nachher werden wir nochmal an den anderen Strand schicken gehen. Jo, Mann, wir waren jetzt hier im Roll Off. Kennt ihr ja jeder. Das ist eine typische Location. Hier sieht man die Mama Gaia hinter mir. Das kennt ja jeder. So ein Wahrzeichen hier, das zeigt ja jeder einsam. Hier sieht man so eine Schlange, die wollen alle Fotos machen. Ich bin jetzt einfach hier durchgegangen, filme mich hier einfach.
Und jetzt, wir fahren mal zurück, wir sind jetzt knapp 10 Kilometer. Es wird jetzt ein bisschen hart, weil wir sind voll durchgerüstet. Müssen mal Wasser holen und dann geht's ab zurück. So, jetzt sitzen wir hier in den authentischsten Takodan, den wir gefunden haben. Der ist voll am Arsch der Welt. Schön hin, wo gar, hier ist kein einziger Tourist. Benni hat hier schön mit Schwein, ich habe mit irgendwas Rindfleisch. Und die ist so richtig authentische Küche, wa? Wir sind die einzigen Ausländer hier. Und auch mega billig. Und jetzt wünschen wir uns guten Appetit. Guten Appetit! Jetzt haben wir gerade unsere geilen Tacos gegessen und jetzt laufen wir hier nochmal schnell auf diesen Nachtmarkt lang. Und schauen mal, hier sind auch gar keine Touristen. Doch, da vorne sind zwei, aber sonst ist es hier echt authentisch, wo wir unterwegs sind. Das ist hier so eine Gegend, wo normalerweise kaum Touristen sind. Und das Essen natürlich auch mega billig und authentisch und lecker ist. Guten Morgen, heute sind wir früh wach. 36, um genau zu sein. Wir gehen jetzt zu den Pyramiden in Tulum oder Maya-Ruinen, wie man es auch nennen will. Ben duscht gerade und ich bin schon ready. Ich gehe jetzt kurz aufs Frühstücken und dann geht's los. Und jetzt auf dem Weg zu den Pyramiden in Tulum. Schön am frühen Morgen hier, das früh richtig ist. Hier geht's ab, sage ich euch. Hier ist ein Getummel am Morgen, ganzen Arbeiter sind unterwegs, keine Touristen. Und wir wollen natürlich alleine in den Pyramiden sein, da es ja nicht so ein riesen Andrang ist. Und jetzt sind wir gleich da. Also was ist gleich da? Wir müssen jetzt knapp 7 Kilometer fahren. Die Fahrräder sind absolute Foltergeräte. Ich glaube, der Typ, der die verleiht, ist ein Sadist. Aber egal, wir sind gleich da und dann zeigen wir euch. Uiui. Dann zeigen wir euch, wie es da aussieht. Sind wir bei den Maya-Ruinen angekommen. 8 Uhr ist eine Fehlinformation, die machen erst um 9 auf. Aber dafür sind wir hier fast die Ersten, wenn ihr mal hinter uns guckt. Hier sind, weiß ich, 6 oder 7 Leute. Und ja, es lohnt sich auf jeden Fall hier früh hinzukommen, weil wir waren gestern Nachmittag hier, da waren wir hier am Strand. Da war es also Stau, also richtig Stau in so einer kleinen Straße hier. Und kommt, wenn ihr wollt, kommt lieber früh, also dann habt ihr das hier mehr für euch. Nicht so ein Überlauf. Wir warten jetzt, bis es öffnet, dann gehen wir rein und dann präsentieren wir euch die Maya-Ruinen von Tulum. Seid gespannt. So, jetzt sind wir drin. Sind so die 6. drin, obwohl hier so eine Gruppe noch an uns vorbeigeschlängelt. Und jetzt zeigen wir euch die Maya-Pyramiden. Hat 80 Pesos gekostet. Also 3 Euro noch was. Und ja, wir sind natürlich voll den üblen Umweg gefahren, das haben wir noch vergessen zu erzählen. Ach nee, schon wieder, Alter, jetzt muss ich meinen Mundschutz aufsetzen, sorry. So, jetzt sind wir drin, Mundschutz ab. Und die Sache ist gelaufen, wir sind auf jeden Fall früh kommen, lohnt sich, oder? Lohnt sich, ja. Da kamen schon so viele, standen schon hinter uns eben, da waren schon wieder fast 100 Leute hinter uns, oder? Ja, 2 Kilometer Schlange hätte ich keinen Bock gehabt. Ja, also das war jetzt noch nicht so schlimm, aber auf jeden Fall, das haben wir im Internetvideo gesehen, so da gibt es richtig krass. Also da ist, wenn du da am Nachmittags ankommst, da kannst du 2 Kilometer Schlange und da kannst du 2 Stunden anstehen. Darauf hat ja nun wirklich keiner Bock und das bei der Hitze. Das ist eine schöne Mittagshitze stillen. Guck mal, da haben wir gleich einen schwarzen Leguan. Geil. Stenosaura similis. Den hatte ich mal im Terrarium. Ja, doch, doch, geh nicht zu nah ran. Hallöchen. So, mein Freund, dann gehen wir mal weiter. Hier haben wir ein schönes Männchen, ein schönes Prachtexemplar. Die sind ja fast geiler als die Ruinen hier. So, hat die so sah meine Aussicht zu Hause hatte. Geil. Sieht aus wie so ein Raptor, siehst du? Und bäm, Alter. Und schon sind wir an den Ruinen, Alter. Richtig nice. Also umso weiter man hier reingeht, umso größer werden die Viecher.
richtig nice. Also wenn ihr mal schaut, wie leer das jetzt hier ist, also das könnte, also wirklich kommt früh her. Das ist eins, das muss man empfehlen einfach. Das ist ja so nice. Es lohnt sich echt. Hier sind wir an den äußeren Verteidigungsanlagen. Das ist natürlich ein geiles Bild mit der Brandung unten. Hammer. Also man kann es nur empfehlen, hierher zu kommen. Muss man gesehen haben. Jetzt haben wir es geschafft, wir sind durch die Ruinen durch, ging wirklich ganz schön schnell, muss ich sagen. Also wir haben jetzt eine knappe Stunde gebraucht, so groß ist es nicht, also man muss nicht so viel Zeit einplanen. Jetzt sitzen wir noch und lassen ein bisschen wirken natürlich, wir sind schon ein bisschen durchgerusht. Wenn ihr jetzt hier einen Guide nehmt, dann dauert es wahrscheinlich 1,5 Stunden, aber ich denke mal so länger als 2 Stunden braucht man auf jeden Fall nicht, um hier durchzukommen, wenn man sich alles ganz genau angucken will und jetzt 5 Minuten vor jeder Sache rumstehen will. Hat auf sich auf jeden Fall gelohnt. Eintritt 3 Euro, 3,50 Euro so in dem Dreh. Leicht zu erreichen von Tulum aus. Am besten mietet euch ein Fahrrad oder einen Roller oder wie ihr wollt. Ihr könnt auch eine Tour buchen, aber die lohnt sich, meines Erachtens lohnt sich eine Tour nicht, weil es ist so nah dran. Wenn ihr überlegt, das kostet 3 Euro Eintritt, so eine Tour kostet dann Fuffi, glaube ich nicht, dass sich das lohnt. Da kann man auch selber hier erfahren und wenn ihr unbedingt einen Guide haben will, bucht euch den hier vor Ort für einen 10er und dann habt ihr 15 Euro ausgegeben anstatt einen Fuffi. Ja, auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Gerne wieder. Benny, was sagst du dazu? Spaß gemacht, sieht alles gut aus. Sollte man auf jeden Fall gesehen haben, wa? Ja, sehr lebenswert. Ja, und auch viele Informationen, die man auch leicht selbst lesen kann. Man kann auch, was ich empfehlen kann, was wir leider nicht haben, da ist mal so ein Barcode drauf, also so ein QR-Code. Den kann man scannen und dann hat man auf seinem Handy die Informationen wahrscheinlich in Deutsch und auch noch mehr Informationen. Natürlich braucht man dafür Internet. Also bevor ihr herkommt und euch eine SIM-Karte holt, kauft euch die SIM-Karte davor. Dann könnt ihr die QR-Codes auch, dann ist es wahrscheinlich noch ein bisschen interessanter. Aber so hat man auch alles gut verstanden. Hier ist auch ein Strand, wo Schildkröten ihre Eier legen. Die sind im Juni bis Oktober. Also wenn ihr die sehen wollt, dann kommt das so derzeit her. Ansonsten chillen wir jetzt hier noch ein bisschen. Peace.